begrüßen Sie ganz pünktlich aus der Hafenstraße 156 zur 30. Jubiläumssendung des Bürgerrundfunks. Und Sie haben es gemerkt, liebe Zuschauer, liebe Kollegen, der Trailer war schon ein bisschen länger. Wahrscheinlich hätten wir 3-Stunden-Trailer zeigen können. Ja. Wenn wir dann auch wirklich 30 Jahre aufarbeiten möchten, möchten wir aber nicht. Wir haben ja nur 120 Minuten Sendezeit und wir haben ein vollgepacktes Programm. Die ganze Woche sind ja schon Berichte gelaufen von den vergangenen 30 Jahren hier in der Hafenstraße 156. Und in den nächsten 180 Minuten noch ein bisschen mehr davon. Schön, dass Sie da sind. Also, danke schön. 30 Jahre Bürgerrundfunk Bremerhaven. Und so lange sind wir auch schon dabei. Und ich freue mich wirklich total, richtig ehrlich, dass wir uns nach so langer Zeit mal alle wiedersehen. Hier sind wirklich Leute dabei, die von Anfang an dabei sind. Wahnsinn und danke schön, dass ihr alle da seid. Wirklich. Ja, wir haben ein bisschen auch Live-Acts hier im Studio, zum Beispiel die Hip-Hopper der Tanzschule Bär wird ein Duo auftreten oder auch die erfolgreiche Tanzetage ist hier live im Studio. Melanie May ist da und Ulrich ist da. Wir werden ein bisschen Live-Musik hören und wir haben jede Menge Einspieler für Sie aus vergangenen Zeiten und darüber wollen wir gerne mit Ihnen und euch natürlich auch reden. Und dann haben wir natürlich noch 2 5-Minuten-Blöcke eingeplant, weil wir natürlich mit den ehemaligen Nutzern oder jetzigen Nutzern noch gerne reden möchten, was sie heute machen, was sie gemacht haben hier bei uns vor 30 Jahren. Das haben wir natürlich auch über 2 5-Minuten-Blöcke eingeplant. Genau, und bevor wir die ersten Live-Gäste begrüßen, gucken wir mal rein in die vergangenen Bilder. Wir haben alles angefangen in Bremen und in Bremerhaven. Und wir haben Bilder vom Aufbau zunächst in Bremerhaven und später auch noch aus Bremen. Was wird Sie hier erwarten? Wir sind hier im Sendesaal, Kultursaal. Hier wird ein komplettes Fernsehstudio entstehen. Dort, wo Sie jetzt stehen, wird eine riesige Lichtanlage installiert werden. Und wir hoffen, dass aus diesem Raum in die Stadt hinaus via Kabelfernsehen wichtige Impulse rausströmen in die Stadt. Der offene Kanal wird technisch professionell alles haben, was man von einem normalen Fernsehsender kennt. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sehen Sie hier hinter der Kamera, die den normalen Bürger sozusagen beibringen, wie er dieses Medium nutzen kann. Wir sind kein professioneller Fernsehsender. Offener Kanal heißt auch offene Architektur. Wir machen keine Closed Shops. Genau, wir begrüßen Uwe Papa, den ehemaligen Chef hier des offenen Kanals Bremerhaven. Uwe, schön, dass du da bist. Ja, und, ich freue mich auch. Und Jens Carsten, danke, dass es kurzfristig geklappt hat. Ihr habt ja einige Projekte zusammen gemacht. Und Uwe, kann man sich überhaupt vorstellen, die Bilder, die wir eben gesehen haben, dass sich das alles hier abgespielt hat damals? Ja, ich meine, da kommt nämlich das Kopfkino und so weiter. Und ich habe vorhin, wie ich hier gesessen habe, ging mir unheimlich viel durch den Kopf. Du musst mich jetzt mal bremsen, sonst erzähle ich hier zu viel. Ich spreche dich nicht. Ja, die Idee, den offenen Kanal hier zu gründen in Bremerhaven, die ist im Landesrundfunkausschuss oder Medienrat hieß es damals, entstanden. Damals war das eine Folge der Einführung des privaten Fernsehens. Einige von Ihnen oder euch können sich ja noch erinnern, dass es bis dahin dann erstes, zweites, drittes Programm kam und dann kam Privatfernsehen. Und das Privatfernsehen musste kontrolliert zugelassen werden. Dazu gab es eine Landesmedienanstalt in Bremen. Und diese Landesmedienanstalt bekam 3% Rundfunkgebühren und plötzlich war relativ viel Geld da. Und ich war damals für die Sozialdemokraten als Vorsitzender des Ausschusses benannt worden. Und dann haben wir uns überlegt, was machen wir mit dem vielen Geld?
Und dann hörte ich irgendwann was von diesen offenen Kanälen. Und dann haben wir uns überlegt, okay, das müssen wir uns mal angucken. Da waren wir einmal in Dortmund und in Berlin. Das war sozusagen mit dem Landesrundfunkausschuss. Und dann haben wir uns überlegt, das passt zu Bremen, also ein Bürgerrundfunk zur Bürgerstadt Bremen und Bremerhaven, das wollen wir auch. Ja. Und Jens, ab wann hattest du Kontakt zum Bürgerrundfunk? Ja, eigentlich schon ganz am Anfang. Wir haben gerade drüber gesprochen. Ich war auf der anderen Seite damals, bevor sozusagen der Bürgerrundfunk installiert wurde, gab es in Bremerhaven ein Projekt, das hieß Wutwelle Gezeitenmüll. Und das war eben schon die Idee quasi etwas vorweggenommen oder experimentell auch tatsächlich in die Welt gebracht. Menschen aus der Stadt kümmern sich um diese Stadt und haben einmal in der Woche ein Fenster von, ich glaube, 55 Minuten war es, bei Radio Bremen offiziell rausgesendet. Und das war quasi der Vorläufer in der Volkshochschule damals. Naja, und als wir dann abgeschafft und abgewickelt wurden, war das sozusagen die Geburtsstunde vom offenen Kanal hier. Und genau, damals waren wir sozusagen eher gegenüber, aber im Laufe der Jahre haben wir uns natürlich auch miteinander gut unterhalten und haben auch hier gemeinsam Projekte initiiert. Von daher, es war ein Wechsel, damals hat man es ein bisschen anders empfunden, aber ich würde sagen, mit der Distanz auf alle Fälle viel Freundlichkeit, ist ja auch ein guter Ort entstanden. Und Uwe, ein Jahr vorher ist Bremen schon angefangen, ne? Ja, wir wollten eigentlich erst in Bremerhaven anfangen und es gab ja einen ganz anderen Standort. Und zwar da, wo heute der Lloydplatz ist, da stand die Hab-Kranehalle noch. Und dort wollten wir damals zusammen mit dem Freizeitzentrum Schleuse, ihr kennt das noch, wollten wir gemeinsam dort sozusagen den offenen Kanal zusammen mit der Schleuse, die hatten eine Bühne und das passte sehr gut. Wir hatten das schon durchgeplant und eines Tages wurden wir zum Bauamt gerufen, da saßen sie alle mit solchen Mienen und sagten, da klappt was nicht und so weiter. Da haben sie festgestellt, dass die Beine, wie heißt das nochmal, die Holzgründung sozusagen die Last nicht aufnehmen konnten, die da eingebracht werden sollten. Wir hatten da natürlich auch so eine Lichtanlage rein. Naja, kurz und gut, ich stand plötzlich ohne Standort da und eines Tages gehe ich hier die Hafenstraße hoch. Da stand mein Freund Christian Bruns hier vor der Tür und so weiter. Ich sage, was machst du hier? Sagt er, die Leute vom Roter Sand, da gab es so einen Roter Sand Kulturverein, die würden gerne hier rein. Also ehemal Deutsches Haus, einige kennen das noch. Aber sagt, das wird nichts, das schaffen die nicht. Wir gucken uns mal an, wie es in Bremen ausgesehen hat, ein Jahr vorher, 1992. Zurück in der Hafenstraße, das waren die Bilder aus Bremen. Es gibt ja zahlreiche Projekte und Jens hat schon was vorbereitet, was mitgebracht. Jens, was möchtest du uns darüber berichten? Ja, ich habe ja eben schon kurz erwähnt, dass wir uns dann schon zeitig aneinander gekuschelt haben und wir hatten alle eine Idee, dass wir eben Medien, Arbeit und Kultur damit auch an junge Menschen bringen wollen. Ich war in meiner Funktion als Lehrer und Lehrerfortbildner für kulturelle Bildung in der Stadt sehr umtriebig, habe neben dem Kulturfestival für die Jugend eben auch das Jugendfilmfest mit initiiert. Ich glaube, Uwe Zander kommt später nochmal, sitzt hier im Publikum, war dabei. Jedenfalls habe ich viele Netzwerke in der Zeit gesponnen und gefestigt und gemeinsam haben wir dann hier im Jahre 2010 das erste Jugendfilmfestival durchgeführt und als Gewinn gab es eben natürlich keine, wie heißt das große Ding dann noch aus Amerika? Der Oscar und dann gibt es die Goldene Palme und was weiß ich. Wir haben gesagt, die Bremerhavener brauchen einen Pinguin und dann gab es von dem
Kollegen, Künstlerkollegen Ottmar Hörl eben eine Skulptur, also ein Pinguin, und den haben wir dann in Gold bekommen. Und der ist dann quasi als Hauptpreis verliehen worden für den besten Jugendfilm in der Stadt. Mhm. Und so sind wir quasi über 6 Jahre, glaube ich, haben wir das durchführen können, haben wir 6 Jahre quasi Jugendkultur und Medienkultur zusammengebracht und haben einmal im Jahr den Goldenen Pinguin verliehen, was ganz schön war, eben im Cinemotion, im großen Kino, dann das kleine Kino so zu haben. Ja. Und auch, wenn ich noch weiter ausholen darf, also auch so in der Funktion als Lehrer, hat mich meine Medienarbeit sehr stark interessiert. Und dieser Ort ist eben einer der wenigen Orte in Bremerhaven, der ein Raum ist und kein Ort eigentlich. Und der wunderbar einlädt, Projekte hier zu machen und zu gestalten. Und neben den ganzen Workshops für Jugendliche haben wir eben auch tatsächlich Teile von Filmen hier gedreht. Im Rahmen unseres Israel-Projektes haben wir hier quasi jeweils mit unseren Gästen viele Tage gearbeitet. Und einer unserer Filme, die hier entstanden sind, hat dann im Jahre 2014 auch in New York einen großen Preis gewonnen als bester Film, als bester Schülerfilm der Welt. Und anyway, das war jedenfalls ein Ort, und dafür bin ich sehr dankbar, wo man Ideen verwirklichen konnte und der auch eingeladen hat mit all den Mitarbeitern, die hier über die Zeit waren. Und mein Dank geht von hier aus direkt an euch. Tolle Begleitung immer gehabt hier bei den Projekten, und ich komme wieder gerne und immer wieder gerne hierher, um zu arbeiten. Rückblickend, vor 30 Jahren, das erste Jahr, war das schwierig? 1994 hat der UK seinen ersten Geburtstag gefeiert. Wie's überhaupt also? Nicht, überhaupt nicht. Das war im Grunde genommen ein wunderbares Jahr, alles neu, alles ausprobiert und so weiter. Wo du gerade über unsere Mitarbeiter redest, ich denke immer noch an Karl Wörl, der leider ja vor 6 Jahren gestorben ist, der hier das ganze Licht organisiert hat. Wir waren schon eine tolle Crew. Willie Kimborough. Kommen wir gleich noch zu. Genau. Mhm. Leonid kam, das fand ich so witzig, Leonid kam ja aus der Ukraine, war bei der Roten Armee, und Kimborough war bei der US Army. Also wir hatten ja, das war also ganz, ganz witzig. Also nee, das Jahr war toll. Also, ja. Wir gucken mal rein, liebe Zuschauer, eine kurze Matz, wie es so war nach dem ersten Jahr Bürgerrundfunk Bremerhaven. So. Uwe im Gespräch mit Rainer Zayon. Oh ja. Ja, liebe Zuschauer, neben mir begrüße ich Herrn Papert, den Beauftragten der Bremischen Landesmedienanstalt für die offenen Kanäle Bremen und Bremerhaven. Wie sehen Sie das, ein Jahr offener Kanal Bremerhaven? Wie ist die Planung gewesen und wie hat sich das nach Ihrer Meinung nach entwickelt? Ja, erstmal, Herr Zayong, lassen Sie mich Gelegenheit nehmen, Ihnen und allen, die hinter den Kameras stehen, zu glückwünschen für diese Sendung, die ich bisher gesehen habe. Man muss den Menschen draußen an den Bildschirmen ja sagen, dass das keine Profis gemacht haben, sondern dass Sie irgendwann mal und Herr Möller und viele andere zu uns gekommen sind und gesagt haben, wir wollen den ersten Geburtstag feiern, und das fanden wir gut. Wir haben an dieser Sendung gar nicht viel gemacht. Insofern bin ich zwar formal hier der Hausherr, aber der Sender gehört Ihnen. Ich glaube, dass der offene Kanal ein richtiger Heimatsender geworden ist. Also im positiven Sinne Heimatsender. Ja? Also viele Bremerhavener finden sich hier wieder. Erstmals werden auch Bremerhavener Bilder gezeigt. Wenn man den offenen Kanal anschaltet, sieht man Bremerhavener Bilder und womöglich seinen Nachbarn. Das gibt es sonst nirgendwo. Das ist unser Wettbewerbsvorteil oder Ihr Wettbewerbsvorteil. Ja. Wir sind gerade dabei, hier oben in die Studios fürs Hörfunkprogramm auszubauen. Es sind jetzt schon Kurse, also wenn es Bremerhavener gibt, die Lust haben, sich jetzt schon auf eigene Sendung vorzubereiten, kann man hier schon Kurse buchen. Und ich hoffe, dass wir im nächsten Jahr ein Fenster beim Deutschlandradio bekommen und schon mal pro Tag 2 bis 3 Stunden senden können. Ich vermute, dass zum Ende nächsten Jahres, das ist eine ziemlich lange Prozedur, eine eigene Frequenz zur Verfügung steht. Dann wird es Bürgerfunk und Bürgerfernsehen, gibt es ja schon, also auch Bürgerfunk geben. Und ich hoffe, ich finde das auch spannend, Hörfunk und so weiter. Also Bremerhaven, Fischtown wird seinen eigenen Sender bekommen. Ja, das waren die ersten Eindrücke. Du hast schon ein paar Nutzer genannt, die ersten, die da waren. Aber wie viel waren es denn so ungefähr, Pi mal Daumen so? Kann man sich daran erinnern? Nutzer? Das fing so. Der erste Nutzer, Arne. Arne ist hier. Arne Stelle ist es hier. Arne war der erste Nutzer. Da hinten ist er. Arne hat schon, bevor wir hier überhaupt angefangen haben, hatten wir ein kleines Büro in der Löningstraße, da bekam ich einen Brief drin. Drin war eine Kassette. Da hat er eine Probesendung geschickt. Und Arne, du bist, glaube ich, von Anfang an und machst hier Radio, ne? Also du bist einer der ältesten Nutzer. Also, Beifall mal ein bisschen für dich, Arne. Ja. Damals auch noch im Stadtbad. Ja, wir hatten im Stadtbad, das Problem war ja, wir hatten ja diesen anderen Standort, deswegen hatten wir die ganze Technik eingekauft,
Und plötzlich waren wir ohne Standort. Das heißt also, wir mussten irgendwo mit der Technik hin und da sind wir ins alte Stadtbad gegangen. Da standen dann Schnittplätze und so weiter, haben wir schon mal gearbeitet und dann sind wir sozusagen hierher gekommen und naja. Und dieser Standort war einfach optimal. Allerdings war er auch, also mein Freund Christian Bruns sagt, das schafft ihr nichts, alles wird alles zu teuer. Und ich habe gesagt, das schaffen wir. Wir hatten dann einen Investor, wir hatten auch gute Projektmanager hier. Allerdings, er hat recht behalten, der Generalunternehmer ist leider Konkurs gegangen, aber ziemlich spät, Gott sei Dank, da stand schon das meiste hier. Ja. Und ja, also... Simon Beek sagt ja auch was. Er ist ganz früh aufgestanden heute, hat RTL 6 moderiert und hat folgende Botschaft mitgebracht. Morgen. Nee, guten Morgen, sage ich immer hier im Fernsehen bei RTL. Bei euch ist es ja schon Abend. Hallo Rainer, hallo Volker. Es ist ein ganz besonderer Tag, auch für mich. Ich wäre so, so gerne heute bei euch in Bremerhaven und würde das feiern, womit mein Leben begonnen hat. Den offenen Kanal Bremerhaven. 1995, Sail Radio. 1996 dann irgendwie die erste, nennen wir es mal Radiosendung, die wir am Freitagnachmittag gemacht haben, wo wir gedacht haben, es ist eine tolle Idee, Menschen anzurufen und sie am Telefon zu veralbern und dazwischen die größten Hits von Bravo Hit 6 und Bravo Hit 7 zu spielen. Ja, und dann hat das alles in meinem Leben irgendwie Fahrt aufgenommen. Und ich habe ganz oft diesen Moment, dass ich denke, was wäre wohl gewesen, wenn ich damals nicht als kleiner Simon immer in den offenen Kanal Bremerhaven gegangen wäre, sondern auf dem Spielplatz, in eine Disco. Mein Leben wäre komplett anders verlaufen und deswegen bin ich so unendlich dankbar, dass es diese wunderbare Zeit mit diesen wunderbaren Menschen damals gegeben hat, die auch alle gedacht haben, ja, der ist 15, ja, der ist verrückt, aber komm, wir nehmen den mal an die Hand und zeigen dir mal, wie man Radio und dann ja auch ein bisschen Fernsehen macht. Und ja, wer hätte gedacht, dass das bis heute irgendwie dann doch noch mein Leben bestimmt. Deswegen, hoch die... Ach, warte, ich hol schnell eine Tasse. Moment, das ist unser Studio. So... Deswegen hoch die Tasse auf euch. Fantastische Zeit, habt einen schönen Abend, feiert schön. Ich wäre so gerne bei euch, aber leider hat mein Wecker heute Nacht auch um 2.45 Uhr geklingelt. Deswegen, komm. Dankeschön, Simon. Ja. Wäre gerne gekommen. Wir haben ja auch, Kanu Zawa nachher ist mittlerweile auch beim MDR, Simon ist bei RTL. Ist das schön, wenn einige... Ja, natürlich, klar. Ich weiß, Kahn, der war ja auch ganz früh, ich weiß nicht, Kahn, wie alt warst du? Kommen wir gleich zu. Ich glaube, die waren so 14, 15, 16 Jahre alt. Und Simon hatte eine riesengroße Schnauze damals. Den musste ich, glaube ich, zweimal rausschmeißen hier. Weil er war frech und so weiter. Und aber Chili Willi auch. Chili Willi, ja, die habe ich nie rausgeschmissen. Nein, weiß ich. Der Chili auch Willi, der war gut. Der macht eine tolle Radiosendung. Ja, wir hören mal rein, was Chili Willi sagt, der heute auch beruflich verhindert ist. Okay. Guten Tag alle und Dankeschön, dass Sie mich hier eingeladen. Es tut mir leid, dass ich nicht mit euch heute dabei sein kann. Und ich wollte sagen, ein frohes Jubiläum, 30 Jahre her, das ging so schnell vorbei. Dankeschön, mein Name ist Willy Kimbrough. Erst muss ich sagen, ein großes Dankeschön zu Uwe Papert. Der hat mir richtig reingeladen ans Team beim offenen Kanal damals. Und das war die beste Zeit, dass ich hier in Bremerhaven gehabt. Ein großes Dankeschön an das ganze Team, die da waren. Wir waren so wie eine Familie damals. Und heute, dass die alle zusammengekommen sind, fühle ich mich wie auch ein Teil von der Familie, die noch da sind. Damals hatte ich eine Show, das heißt The Sideshow. The Sideshow. Auch mit Daniela June. Es war so viel Spaß, habe ich so viel gelernt und ich habe meine Zeit richtig genutzt damals, als ich keine Arbeit hatte und war auch noch da. Leonid, auf jeden Fall, Leonid ist immer noch da. Er ist sehr ein sehr viel wertvoller Typ. Und die Leute, die mit Leonid arbeiten, weiß, was ich meine. Dankeschön nochmal. Viel Spaß. Es tut mir leid, dass ich nicht da sein kann. Aber jetzt sagen wir, dass ich bin da. I love you. One love for everybody. Peace. Soweit Willy Kimmerow. Ja, und jetzt kommen wir zum ersten Live-Act in der Hafenstraße 156. Die Hip-Hopper sind da. Keine geringen als die Vize-Weltmeister Joris Stilo. Und Johann Noel Peterei, danke, dass ihr da seid.
Vize-Weltmeister seid ihr geworden im Popping. Könnt ihr mal ganz kurz erklären, was die Disziplin Popping ist? Es gibt ja einmal Hip-Hop, das ist so eher ziemlich frei, ziemlich weich, also die verschiedensten Arten einfach zu tanzen. Und Popping ist eher so ziemlich, also ein bisschen härter erstmal und ein bisschen abgehackter. So kann man das, glaube ich, am besten beschreiben. Wie lange seid ihr jetzt dabei? Seit 7 Jahren. Und ja, also wir tanzen aber das Duo erst seit 3 Monaten, glaube ich. Also vor der WM, seit 3 Monaten haben wir angefangen. Da habt ihr richtig zugeschlagen. Ganz spontan, ja. Okay, dann sind wir gespannt auf euren Auftritt. Ihr macht erst ein Duo und dann macht ihr kurz jeder noch ein Einzel, ne? Viel Spaß, liebe Zuschauer. Vielen Dank, viel Erfolg für Sportjahr 2024. Ja, danke.
3 Monate im Einsatz, liebe Zuschauer, gleich Vize-Weltmeister geworden. Mehr geht nicht, ne? Wir hatten vorgestern auch schon ein paar Kollegen von den Hip-Hopern da an der 3. und 2. Regionalsportsendung. Ist immer wieder schön, gerade Bremerhaven ist da sehr erfolgreich. Und die beiden Männer neben mir, Karl Nuzerwa und Martin Kirchhoff, sind Urgesteine im Bürgerrundfunk. Ich fange mal mit den Älteren an, Karl Martin. Ach, das ist aber leer. Ich brauche einen Taschenrechner, Radio Starlight Show, über 1300 Sendungen, am kommenden Dienstag 1317. 70. 70. Ja. Und übrigens, ganz schnell nochmal angemerkt, wegen der Nutzernummer. Ich bin die 0007. Hey, super. Ja, habe ich mir gemerkt. Das würde ich keine auch fragen. Was? Kennst du deine Nummer? 0008 wahrscheinlich. 0008 wahrscheinlich. Das heißt, wann bist du genau angefangen, Martin? Das war ein Projekt gewesen, 1993, wenn ich mich recht entsinne, in der Waldschenke damals noch. Das ist jetzt übrigens ein Demenzheim. Vielleicht trifft man sich dann naja mal. Und naja, da war so Cream of the 60s hieß diese Show und die wurde vom offenen Kanal damals aufgezeichnet und mich hatte man gebeten, weil ich die Moderation dazu gemacht hatte, was so im feinen Blazer und so richtig vornehm. Ich war damals ja gerade Standesbeamter geworden und hast du sogar eine Trauung durchgeführt in diesen Räumen? Ja, wir erinnern uns beide. Mhm. Ne? Ja, mhm. Ja. Und da habe ich dann nächtelang hier am Schnittplatz gesessen mit einem Kumpel zusammen. Und wir haben diese Show dann geschnitten, damit sie ins Fernsehen gesendet werden konnte. Damals war das Fernsehen, ich würde, wenn man die Bildqualität heute anguckt, sagen, das war ein bisschen wässerig. Mhm. Nicht? Ja, oder würdest du das anders sehen? Nee. Das war besser. Das alles viel besser kam. Wann bist du genau angefangen? Herzlich willkommen. Extra heute aus Magdeburg angereist. Ja, genau. Extra schön, dass euch. Du da bist. Dankeschön. Ich freue mich, euch alle zu sehen. Ja, wie fühlt man sich in den ehemaligen Räumlichkeiten? Sofort heimisch. Also es hat sich gar nicht so wahnsinnig viel verändert. Ich habe die Toiletten auch sofort als erstes gefunden und aufgesucht. Auch die Leute, mit denen ich hier damals angefangen habe, habe ich auch sofort wiedererkannt. Und ich wusste Vor- und Nachnamen. Und das macht mich ganz stolz. Ja. Wie lange bist du jetzt weg? Puh, ja, kommt drauf an, was jetzt weg ist. Ja, ne? Ab und zu war ich ja mal immer wieder da, aber ich glaube, hier danach bin ich ja zum Studieren nach Hamburg gegangen, habe dann nebenbei bei Radio Hamburg gearbeitet, dann kam Radio Bremen als große Station und der MDR 8 Jahre als letztes. Also insgesamt sind das jetzt bestimmt schon 20 Jahre oder so. Und dein Freund Simon ist dann zu RTL und du bist jetzt beim MDR. Trifft man sich auch mal zwischendurch? Hat man mal Zeit, sich zu treffen? Also zu sprechen schon. Wir haben okay. Ja auch mal zwischenzeitlich, waren wir ja mal Kollegen bei Radio Bremen, er bei Bremen 4, ich hier im Studio Bremerhaven und haben dann da auch wirklich zusammen gearbeitet. Und sonst bleibt es mal ab und zu beim WhatsApp-Kontakt. Aber ich sage dir, im Herzen sind wir immer noch sozusagen hier das eine Team verbunden. Du warst ja damals auch schon der Nachrichtensprecher praktisch. Du hast viele Nachrichtensendungen gemacht, ne? Hier. Das stimmt. Und ich habe das dann ja auch bei Radio Hamburg tatsächlich fortgesetzt. Und ich kann dir sagen, hätte ich das hier nicht angefangen, wäre das da auch nicht nahtlos weitergegangen. Ja. War zufällig bei euch jemand bei der CEL, wo auch der Bundeskanzler da war, Herr Schröder? Könnt ihr euch daran erinnern? Welches Jahr? Ich glaube 2005 oder 2002. Müssen wir mal reingucken in die Bilder, weil er wollte gar nicht vor die Kamera. Gucken wir mal kurz rein, aber er hat dann doch noch ein bisschen zumindest gesagt, warum, wieso, weshalb. Gucken wir mal rein. Bundeskanzler? Was gibt's denn jetzt schon wieder? Ich dachte, ich könnte mal in Ruhe hier rumstehen. Jetzt kommt das schon wieder so rein. Von mir was nennen? Für wen? Bürgerrundfunk Bremerhaven. Eine Frage, Herr Bundeskanzler, eine Frage. Welche Eindrücke Sie von der Zelle mitnehmen? Das ist in Ordnung. Damals war Kahn, war man noch nicht so bekannt. Hat man mal die eine oder andere Absage bekommen zum Interview? Kannst du dich irgendwo dran erinnern?
Ja, also wir haben uns damals gefreut über jede Zusage, aber das ist ja toll an Bremerhaven wirklich. Ne? Also hier kennt man sich, hier findet man ganz schnell irgendwie Zugang zu den Leuten und deshalb ist das ein tolles Terrain auch einfach hier für den offenen Kanal damals gewesen. Also das muss die SIL 2005 gewesen sein. Ja, ne? Glaube ich auch, ja. Und Karin, du hast dankenderweise gestern so eine Fotokollage mal zusammengestellt und sehen wir noch ein bisschen Bilder. Da gucken wir mal rein, die Karin mir gestern geschickt hat über die Festwoche hier in Bremerhaven. Eine kleine Fotokollage. Also die Festwoche war somit zählte zu unseren Highlights. Da waren wir immer draußen und die Container wurden aufgestellt. In den Containern ein ganz provisorisches Radiostudio. Aber es funktionierte von da aus, vom Festgelände, ich habe mich kaum verändert, haben wir dann wirklich gesendet und Beiträge geschnitten. Hier sehen wir auch noch den jungen Simon, genau. Da dann, auf dem Container haben wir dann auch so Show-Acts gehabt, ja, hier am Neuen Hafen. Und ich erinnere mich noch, dass wirklich unten im Container dann die Bude gewackelt hatte. Ja, da seid ihr sogar zu sehen. Bei dem Model-Contest, den wir da veranstaltet haben. Kleine Bühne wurde da aufgebaut. Auch alles hier von den Leuten, den Nutzerinnen und Nutzern, die hier heute teilweise noch aktiv sind. Mario hat die Bühne aufgebaut. Und Star Search Star aus Stuben sucht den Seestar Superstar war so ein Spiel. Und wie oft wir ins Wasser gesprungen sind zu Festwochen und Sales, oder? Also ständig mussten wir irgendwie gerettet werden vom THW oder waren bei der Küstenolympiade mit einem eigenen Team am Start. Sail-Festwoche, Maskottchen, das war auch so ein Spielchen, was wir gemacht haben, sucht den Panda-Bär. Ja, heute haben wir, wissen wir, das ist gar kein Panda-Bär, sondern ein Waschbär. Und er wurde dann auch meistens immer gefunden. Ja, da sehen wir nochmal ein Teamfoto mit Jan. Da sehen wir ein Teamfoto, da sehen wir auch übrigens Julian Kant. Julian Kant ist auch bei den Sail- und Festwochen dabei gewesen. So sieht er heute aus. Und man sieht sich immer zweimal im Leben, wie es so schön heißt. Ja. Im Studio. Er ist nämlich heute mein Chef. Also, er ist Redaktionsleiter beim Fernsehen und ich bin quasi sein untergebener Mitarbeiter. Kann er sich freuen, dass er den hat, oder? Ja, also wir sind sehr kollegial, also sehr kollegial. Und man redet natürlich auf einer ganz anderen Ebene miteinander, wenn man sich schon von Schulzeiten aus kennt, ja. Und das ist aber ein einziger Zufall gewesen, dass wir zufällig uns da wieder getroffen haben. Und Martin, du hast ja auch zig Projekte, auch was gerade im Behindertensport haben wir jahrelang begleitet. 30. war 2019, immer aus dem Nordseestadion. Hast du eigentlich auch die eine oder andere Fernsehsendung mal gemacht? Oh, Fernsehsendung. Du bist ein Radiomensch. Ja, ich bin eigentlich ein Radiomensch, was ich über Jahre produziert habe. Das sind die Müllfischer fürs Fernsehen. Bis sich das verlaufen hat irgendwann, und das ist ja auch Geschichte. Das letzte Projekt, was ich gemacht habe, das kann man am 29. Dezember wieder sehen. 19 Uhr, Willi Kimbolo singt Elvis. Da haben wir ja eine Talkrunde hier gehabt, und im Anschluss an die Talkrunde gibt es das ganze Konzert als Weihnachtsgeschenk, also nachträglich nochmal. Und deine wöchentlichen Radioshows, die produzierst du am Sonntag. Ja. Hast du da meistens Zeit? Nein, da habe ich dann die Ruhe gefunden, die ich so brauche, die Inspiration. Bis dahin reift also der Text dran und dann produziere ich das in einem Stück. Es ist eine Live-Sendung, nur zeitversetzt wird sie gesendet. Und Karin hat noch einen Beitrag mitgebracht praktisch. Den gucken wir uns jetzt auch mal eben an. Auch von der Festwoche, aber praktisch als Radioreportage. Ja, also das sind quasi Bilder draufgelegt auf einen Radiomitschnitt und zeigt einfach, was wir damals einfach so für kleine Spielchen auf dem Festgelände gemacht haben. Gucken wir uns mal an, liebe Zuschauer. Wir haben mit den ersten Kandidaten vor, Sack zu hüpfen. Und die sind auch ganz mutig und haben gleich Ja gesagt. Auf die Plätze, fertig, los. Sie hüpfen. Der Alex ist noch... Ja, der ist noch früher da, aber der Cruz, der hat das Glas jetzt auch in der Hand. Sie hüpfen beide gleichzeitig los. Oh, das ist ja fast tippeln, nicht hüpfen. Ich will euch hüpfen sehen, Jungs. Die sind ganz, ganz vorsichtig. Die laufen fast, die schummeln, die beiden. Hüpfen, hüpfen, hüpfen. Ich sehe schon, Cruz ist angekommen, Alex kommt hinterher. Jetzt kommt der direkte Vergleich. Wir sehen links das Glas von Alex und rechts das Glas von Cruz. Das ist sehr knapp, aber ich würde sagen, das von Alex ist...
Ein Millimeter voller. Hast du das schon mal gemacht? Nee, mit Sackhüpfen ja, aber mit Gläsern nicht. Und es steht tatsächlich eine Kuh hier. Die ist allerdings nicht ganz echt, ist aus Plastik. Eine echte Kuh war nicht zu beschaffen. Dafür hat das Geld nicht mehr gereicht, aber hier unsere Rosalinde, die tut gute Dienste und ja, klappt wunderbar. Ich werde jetzt mal probieren, das Vieh zu melken. Hier steht dann ein kleiner Hocker, wie so früher auf einer Farm war. So, ich nehme jetzt diese Euter in der Hand. Ich probiere das Zeug gleich mal, mal sehen, ob es schmeckt. Ich glaube, das lassen wir mal lieber. Das Spiel ist eigentlich ganz einfach. Und zwar müssen die Kinder einen Topf finden, der sich irgendwo auf der Bühne befindet. Die sehen total lustig aus. Die haben einfach Säcke über dem Kopf gezogen. Natürlich sind sie luftdurchlässig, weil wir wollen ja nicht, dass irgendjemand zu Schaden kommt. Wie alt seid ihr eigentlich? Das habe ich vergessen zu fragen. Alex, wie alt bist du? Fünf. Fünf. Und Nele, wie alt bist du? Vier. Ab geht's, Kinder. Alexander, und schnell, schnell, schnell nach vorne. Schnell, weiter vor, weiter vor. Schneller, schneller, Nele. Schneller, schneller. Nele hat den Topf gefunden. Nele, du hast ihn gefunden. Klatsch ein mit mir. Ja! Dankeschön, Karin, für die Beiträge. Du musst ganz gerne noch dazu was sagen eben. Ja, damals waren wir wirklich Schüler und Studenten, die das einfach gemacht haben. Und heute würde man jetzt sagen, naja, könnte man das alles auf YouTube machen? Ja, könnte man machen, aber ich glaube, diese Infrastruktur und dieses tolle Team, was einfach wirklich da dran hängt, das gäbe es eben nur hier wirklich beim Bürgerrundfunk. Und deshalb ist es heute auch noch wichtig, dass es diesen Bürgerrundfunk gibt. Natürlich. Und die Chancen stehen ja relativ gut, dass es auch fortgesetzt wird, ne? Im nächsten Jahr. Ja, wie lange möchtest du denn noch machen, Martin? Radio Starlight Show. Ja, bis man mich reintragen oder raustragen muss, eins von beiden. Ja. Und so, aber ich denke mal, ich werde das nur so lange noch machen, wie ich noch neugierig bin. Und solange ich neugierig bin, denke ich, klappt das auch. Also 1370, gehen wir erstmal auf die 1500? Also ich würde sagen, die 2000 anpeilen. Ja, ehrgeiziges Ziel. Ja, ich hatte ja mit meinem verstorbenen Freund Charlie, mit dem ich jahrelang die Sendung zusammen gemacht habe, hatten wir abgemacht, dass wir 106 werden. Leider hat mein Freund Charlie mit 82 gekniffen. Okay. Also bin ich jetzt dran. Ja. Und ich werde das auch schaffen. Martin, alles Gute. Vielen Dank, dass ich Gesundheit. In der Sendung bin. Ja, und Karin, wie sehen deine zukünftigen Projekte aus? Meine zukünftigen Projekte sind erstmal, dass ich längere Zeit, 3 Monate, vielleicht nach Japan reise, ja, sei mir auch mal vergönnt und dann schauen wir mal weiter. Auf jeden Fall nehme ich, egal wo es in der Zukunft mich hintreibt, den Spirit des offenen Kanals immer mit und der war nämlich, wir trauen uns wirklich, Sachen auszuprobieren, auch Fehler zu machen, einfach neue Dinge mal zu machen und Ungewöhnliches auszuprobieren, auch mit jungen Leuten. Und das haben wir sowohl bei Radio Bremen als beim MDR auch ein bisschen dadurch vorangetrieben. Und diesen Spirit, ja, dieser Spirit, der kommt ursprünglich von hier. Dankeschön, Karin. Bleiben wir bitte gesund, Martin auch. Ja, Dankeschön. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Karin und Martin, liebe Zuschauer. Wir kommen zur nächsten Live-Performance. Melanie, komm bitte auf die Bühne. Meine Kollegin Melanie, du bist ja auch hier zu Hause schon seit 1997 und moderierst die Musiktour, ne? Genau. Wie lange brauchst du, um so eine Sendung zu produzieren? Zwei Stunden, 3 Stunden mache ich dann schon mal, nicht? Mhm. Also 2 Stunden auf jeden Fall, einmal im Monat. Wie gesagt, und seit 97 dabei und ich bin sehr stolz, auch heute hier zu sein. Bis jetzt habt ihr eine ganz tolle Sendung zusammengestellt und ich bin, wie gesagt, sehr stolz, dass ich auch hier mitwirken darf. Wir werden zweimal hören. Dein erster Titel heißt gleich, du bist der Himmel für mich? Genau. Okay. Und den habe ich dann auch 98 hier das erste Mal vorgestellt. Ja, liebe Zuschauer, Melanie May in der Hafenstraße live 156. Dankeschön. Bis
ist, was ich bin, schenk ich nur dir allein. Ich geb mich dir ganz hin, weil ich ohne dich nicht mehr sein kann. Zerbrechlich wie aus Glas fühl ich mich dann, wenn du nicht bei mir bist. Und meine Sehnsucht nach dir, die ist so stark wie nie zuvor. Denn du bist der Himmel für mich, ich kann nicht leben ohne dich. Und fast jeden Augenblick, da wünsche ich mir, du wärst jetzt hier. Denn du bist der Himmel für mich, auf dieser Welt gibt es nur dich und mich. Und zum Glücklichsein brauch ich nur dich allein. Vielen Dank, Melanie. Dankeschön. Wir sind live zurück in der Hafenstraße 156 und jetzt freut mich das ganz besonders, dass wir jetzt wirklich mal mit Nutzer 007 haben wir gesprochen, mit Nutzer 008. Links neben mir steht Uwe Zander, der weiß seine Nutzernummer nicht mehr. Nee. Ronny Kräft weiß ich auch nicht mehr, aber das waren zum Beispiel zwei Personen, die haben sich hier richtig engagiert, die haben tolle Projekte gemacht. Uwe, du warst am Anfang deiner Karriere hier bei uns in der Hafenstraße im Radio tätig. Richtig. Du warst quasi die Stimme hier von diesem Sender. Ich habe sämtliche Jingles gesprochen damals, das war der Fall, ja. Und wir haben damals mit Jan Schenkewitz, der uns betreut hat, sagte, Mensch, mach das doch einfach mal. Und dann haben wir kurzerhand die Jingles eingesprochen und die sind auch jahrelang hier auf dem Sender gelaufen. Also das ist unglaublich. Das waren auch noch wirklich Goldgräberzeiten. Also muss schon sagen, wenn ich an die erste Cell denke, da gab es ja noch Probleme. Erstens hatten wir noch keine Frequenz, kann Uwe noch sagen. Dann haben wir eine großzügigerweise von der Landesmedienanstalt eine Frequenz bekommen. Haben also dann, von der 95. Von 1995, ja. Haben dann wirklich aus dem Stegreif einfach Musik gemacht. Einfach nur so aus Jux und Dollerei. Ein bisschen moderiert und dergleichen mehr. Überraschung des Tages kam dann, dass wir auf sämtlichen Bussen damals von der VGB aufgeschaltet waren. Wir waren aufgeschaltet in sämtlichen Baumärkten und alle haben gesagt, wie geht das denn auf einmal? Die Öffentlich-Rechtlichen haben dann ein bisschen sparsam geguckt, ohne jetzt groß angeben zu wollen, aber wir haben den wirklich Hörer weggenommen. Das war also schon eine heiße Nummer. Da kommen irgendwelche Leute, die Amateure sind und machen da Radio. Also hat sich auf jeden Fall Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht. Wir reden gleich noch weiter. Ja. Ihr beiden kannte ich auch von Anfang an, Ronny Kräft. Jo. Oh ja. Ronny, herzlich willkommen hier. Du hast ja einige Projekte gemacht. Du hast 24-Stunden-Projekte gemacht, du hast eine Kochsendung gemacht, du hast eine eigene Radiosendung gemacht, du hast bei uns Regie gemacht. Welche Aufgabe hat dir am besten gefallen hier im Kanal? Bitte? Welche Aufgabe hat dir am besten gefallen? Also, beste Aufgabe war immer die Regie bei euch erstmal gemacht, die Anfänge mit euch, die ihr damals gemacht habt. Und dann gab es ja auch noch viele Anfänge von Uwe Zander, da habe ich vieles gelernt, wie ich meine erste Live-Sendung gemacht habe. Da habe ich Uwe angesprochen, Mensch Uwe, wie mache ich das, die Aufteilung. Ich war wirklich, wie sagt man so schön, ich habe einen Ködel in der Hose gehabt. Das ist ja ganz, das ist ja menschlich sowas, wenn man einen Ködel in der Hose hat. Ja, dann habe ich aber du warst noch viel in der Eishalle tätig zum Beispiel. Hast du auch Schlittschuhlaufen gelernt, oder? Ja, da habe ich auch mal ein Radioprojekt gemacht, eine alten Fischdose. Und da hatten wir mal so ein bisschen mal so ein Eisdisco-Projekt gemacht und da ist mir meine Schildkröte weggelaufen. Und ja, ich musste meine Schildkröte erstmal wieder suchen, aber ich habe sie gefunden. Die liegt heute brav auf meinem Sofa. Uwe, ich darf ich leider nur einen 5-Minuten-Block. Okay. Ich muss trotzdem noch mal fragen, mit Volker Engel das Projekt.
Ja. Ihr wart mal zusammen hier auf, das war, mit Uwe Papa zusammen in der Sendung. Auf Uwe Papa. Und du warst jetzt, glaube ich, auch in Los Angeles, ne? Ich war auch da, aber es ist auf Uwe's Idee gekommen. Wir hatten gerade die Premiere von Godzilla hier in Bremerhaven und haben dann die 90-minütige Sendung hier im OK gemacht an Bremerhavener in Hollywood. Und dadurch ist eine echte Freundschaft mit Volker entstanden. Und dann habe ich ihn irgendwann gefragt, ich sage, kann ich bei dir mal über die Schulter gucken, weil ich kann das für meinen Beruf auch ganz gut brauchen. Sagt er, nee, du arbeitest für mich. Ich sage, ist in Ordnung, haben wir das. Und so bin ich also rübergegangen und habe dann tatsächlich bei ihm im Studio gearbeitet. Ausgezeichnet sind wir für die Sendung dann worden, alle, die im Team drin waren, mit dem Emmy für die besten visuellen Effekte in einer Serie oder Miniserie. Und das war schon eine tolle Nummer, die ich da damals miterlebt habe. Und jetzt auch so als Steigbügel. Ich produziere immer noch selber viele, viele Werbefilme und dergleichen mehr. Also das ist schon. Vielen Dank, dass ihr bei dir kurz Zeit gefunden habt. Ich muss gleich schon die nächste Matz anmoderieren. Ich habe nachher noch mal die Gelegenheit, mit zwei, drei verschiedenen Nutzern noch zu sprechen. Nachher wollen wir noch ein bisschen feiern. Seid ihr dabei oder müsst ihr nach Hause? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also wir freuen uns nachher auf die Gespräche. Vielen Dank. Jetzt haben wir eine Matz. Und zwar gab es ja 2008 einen Quotensprung. Da wurde aus dem Bürgerrundfunk Bremerhaven wurde radioweser.tv. Und Barbara Gieler sehen wir jetzt mal im Gespräch mit ihr Parrat. Herr Papert, hallo. Hallo. Was wird anders sein? Also anders sein wird unser Auftritt. Das heißt, wir werden auf dem Bildschirm jetzt nicht mehr Bürgerrundfunk Bremen-Bremerhaven sein, sondern wir werden Radio Weser TV sein. Das heißt, wir bekommen erstmals in unserer Geschichte einen Sendernamen. Von der inhaltlichen Arbeit hat sich im Kern nicht so viel geändert. Mhm. Im Kern haben wir drei Aufgaben. Einmal die wichtigste Aufgabe, wie ich finde, nach wie vor einen offenen Kanal vorzuhalten. Also jedermann, was Sie vorhin schon richtig sagten, das Recht auf freie Meinungsäußerung im Radio und im Fernsehen zu sichern. Zum Zweiten Medienkompetenz vermitteln. Wer schon mal Radio und Fernsehen gemacht hat, sieht Radio und Fernsehen ganz anders. Natürlich. Ganz simple Sache. Und drittens, und das ist neu und das ist für uns und unser Team die größte Herausforderung, einen programmlichen Beitrag, also eigene Beiträge zu machen, um sozusagen über die Region zu informieren. Also was neu ist, ist der Sendername radioweser.tv. Sind Sie ein rundum zufriedener Chef, Herr Papert? Nee, rundum zufrieden darf man nie sein. Also wir haben hier gerade eine Sendung gemacht und wir haben gemerkt, mit welchen Schwierigkeiten wir zu kämpfen haben. Doch, im Kern schon zufrieden, weil die Entwicklung ganz gut ist und wir auch die Unterstützung, meine ich, auch der Politik weiterhin haben, die ja im Landesmediengesetz sozusagen die Grundlagen dafür geschaffen haben, dass es uns gibt. Gut, und ansonsten darf man nie ganz zufrieden sein, sonst würde man sozusagen auf dem Hintern sitzen bleiben und nichts mehr verändern wollen. Muss ja immer weitergehen. Wir sind zurück in der Hafenstraße. Ulrich möchte euch vorstellen, wir haben eben schon Melanie May gehört. Ulrich hat mir gesagt, 1962, 63 im Geschäft. Uli, was hast du da alles gemacht? Also ich war erst mal im Stimmbruch und dazu kam ich dann über ein Benjo auf meine Eins in Musik, weil ich war so stinkfaul mit Noten und so etwas. Und die Parallelklasse gründete eine Skivel Group und haben gesagt, okay, was die können, können wir auch. Und so kamen wir dazu, dass wir über den Kanu-Club Lüneburg die Old Water Tramp Skiffle Gang gegründet haben, die es übrigens jetzt in Nordenham wieder gibt. Das heißt, Musik ist deine Leidenschaft insgesamt? Auch. Auch. Welche weiteren Leidenschaften teilst du denn noch? Mehr Musik. Mehr Musik. Okay, was hast du uns heute mitgebracht? Einmal jetzt in der ersten Stunde und nachher noch in der zweiten. Ich habe mir gedacht, dass das passend ist, so ein Thema auch, Can the Circle Be Unbroken? Okay, viel Spaß. Any sky or any sky on a circle be unbroken by and by or by and by. There is better for my walking in a sky or in a sky. I was standing by my window on a cold and cloudy day, when I saw her coming rolling
to carry my mortal weight. Got a circle, be I'm broken, by and by, Lord, by and by. There is better what's come waiting in his sky, Lord, in his sky. Lord, I told him, undertaker, undertaker, please drive slow. For this body you're a holding, Lord, I hear to see our go. My circle, be I'm broken, by and by and by, Lord, by. There is better whom I'm walking in the sky, Lord, in the sky. For I fought her close behind her, try to shear out and be brave. But my sorrow, I could hide them when they lay here in a grave. In the circle, be unbroken, by and by, Lord, by and by. There is better who's come walking in a sky, Lord, in a sky. We come in circle, up and broken, by and by, Lord, by and by. There is better who's come waiting in a sky, Lord, in a sky. In a sky, Lord, in a sky. In a sky, Lord. Danke. Mario, komm, dir geht es gut? Mit vollem Einsatz wird hier gekämpft. Weil wir haben den Fußboden schon gebonert, weil gleich die Tanzetage live auftritt. Insofern ist alles bestens, dass es dir jetzt gut geht. Und wir spielen, glaube ich, erst mal Mats an. Ja, bevor wir hier ein Live-Act sehen, sehen wir noch mal Erinnerungsbilder von der Tanzetage Bremerhaven. Hier sind wirklich Stammgäste mit Maggie Hall-Donsbach. Sie fühlt sich hier wie zu Hause, darüber reden wir gleich noch. Aber erst, liebe Zuschauer, sehen wir eine kurze Mats. 3 Minuten haben wir mal so 4 Acts reingelegt von der Tanzetage Bremerhaven. Dann kommt ein kurzes Interview mit Maggie und dann sehen wir auch die Damen und Ben Borchert hier live im Studio. Drum say, billy-dit, billy-dit, tick-tack. When's that character coming back? When's that kid in the G.I. lid gonna choo-choo down the track? Poor old me, I'm fit as can be, and my rhythm seat started to rust. Look at these sticks trying to tick out the licks, they're covered with an inch of dust. Beep-a-dust, billy-dit, billy-dit, tick-tack. When's that character coming back? When's that boy with the jumping joy gonna launch that last attack? If he'll roll, roll, roll like... Billy,
Wir haben jetzt noch Zeit, bevor wir den Live-Auftritt sehen, liebe Zuschauer. Aber besser ist, wenn sich die Damen und Ben Beuchert sich hier auch schon positionieren. Und Maggie, wir haben eben noch Nostalgie-Bilder gesehen. Ja, und unglaublich. Du warst ja mal Nachbarin hier, nebenan in der Mal, Entschuldigung. 19 Jahre lang. 19 Jahre ja. Und bring mal 200 Schülerinnen hier rüber über die Straße in Gummistiefel vor der Tür gelassen, hier auf der Bühne. Und echt, wir hatten nicht so viel Platz wie hier, weil wir hatten Gott und der Welt schon im Publikum. Weil wirklich, wenn wir tanzen, kommen die alle in Bremerhaven. Und deshalb bin ich geblieben. Ich bin Englisch. Ich weiß, man hört das nicht an meinem Akzent. Aber ich bin Englisch und hier zugereist, sagt man, glaube ich. Wie fühlt man sich, wenn man solche Bilder sieht? Wenn ich solche Filme sehe, meine muss Tochter... Muss das jetzt doch aufgehen, oder? Meine Tochter hat gestern Abend gesagt, Mama, das warst du hinten. Ich sage, im Leben war ich nie in Katz. Da hat sie wirklich fest gedacht, ich war eine davon. Nein, war ich nicht. Ich bin stolz wie Oscar, weil ich weiß, wie alle diese Leute sind. Sogar im Musical jetzt in Hamburg oder leiten Schule selber. Und ich bin stolz, weil die Ballettschule ist nicht nur ein Hobby, sondern es kann auch ein Beruf sein. Okay, ihr könnt noch kommen. Wir haben Erwachsene-Kursen. Wollen wir Greta ganz kurz grüßen? Ja, wir wollen Greta mehr als grüßen. Wir grüßen meine Tochter Greta, weil sie ist hochschwanger und sie will gar keinen Fall einen Weihnachtsmann in der Familie. Und sie joggt und trainiert, damit sie schnell dieses Geburt hinter sich kriegt. Ja. Damit unser kleiner Junge auf diese Erde kommt. Dazu wünschen wir alles Gute. Bevor wir zum Live-Auftritt kommen, ihr seid ja Mannschaft des Jahres geworden. Ihr seid ja geehrt worden von der Stadt Bremerhaven. Frauenschaft des Jahres. Im Juni, genau. Frauen. Und wie es so war im Fischereihafen, und danach hast du nochmal mit Felix Binder ein kleines Interview gegeben. Ja. Und du warst auch lange Jahre bei der TSG, aber deine Liebe, deine DNA ist für die Tanzetage. Nein, das hast du falsch jetzt hier. Ich habe niemals getanzt für die TSG. Nein. Aber deine Leidenschaft jetzt ist letztendlich doch für die Tanzetage. Ja, aber die TSG ist uns unglaublich wichtig, immer schon gewesen. Wir haben viel von TSG gelernt. Wir haben aber die Jazz- und Modern-Abteilung gemacht. Yes. Und das ist es. Und wir sind jetzt Tanzetage. Ja. Und wenn wir nach Halle fahren oder jetzt nach Köln, um zu qualifizieren für die Weltmeisterschaft in Prag, dann wollen wir als Tanzetage gehen. Und das ist Gretas Idee und sie sieht das durch und ich gucke so gerne zu, weil sie werden euch begeistern. Und wir gucken gerne nochmal, liebe Zuschauer, in die Bilder rein von der Magistratsehrung. Oh ja, das erst. Ist auch gut. Ist auch schön. Gut ausgedacht. Aber nur die Herren. Das zu erzählen und jeder hier, der Sport macht, oder wir machen Kunst eigentlich und Sport so mit Einführungsstrichen oder wie man die auch nennt. Wir machen gerne Sport, weil wir finden diese Art, sich gegen andere durchzusetzen, sehr schön ist für uns. Es ist eine Sache, die wir mit der TSG Bremerhaven begonnen haben, bis zu Weltmeisterschaften und dann irgendwann gemerkt haben, hey, wir möchten auch die Tanzetage das zeigen, dass die das auch alleine können, ohne die große Familie TSG um uns zu haben. Obwohl wir die immer noch lieben. Die waren so gut für uns in dieser Stadt. Aber wir sind jetzt Tanzetage und sehen Sie beim ersten Versuch, das ist aber nicht meine Arbeit. Meine Arbeit ist das ganze Ding. Und wir finden, dass wir Kinderarbeit in dieser Stadt ganz hoch halten, nicht nur von der Tanzetage, sondern von allen anderen Vereinen. Und Glückwunsch an alle anderen, ihr seid genauso toll. Nur ich liebe leider die Tanzetage am allerbesten. Das ist einfach so. Ja. Maggie Holmansbach, vielen Dank. Und nochmal einen Riesenapplaus an alle. Also, das waren noch klare Worte und jetzt freuen wir uns. Ja. Und wir grüßen jetzt live. Alle Fälle. Tanzetage bei uns in der Hafenstraße.
Bleib hier noch. Muss ich hier bleiben? Du musst immer hier bleiben. Steam. Once you get us going, it's like nothing you have seen. With some fire in your belly, you'll move a little faster. And the devil in your eye makes you hit a little harder. When we swing on your brother. Das war die Tanzetage mit der Choreografie Big and Band, choreografiert von Greta Donsbach-Avrim. Die Damen sind ja sonst, ja, danke, liebe seid ja auch, die Damen sind normalerweise 15 Damen sogar oder 15 Personen. Und ein Mann, und ein Mann leider nur. Genau. Ja, wir suchen Männer, genau. Ja. Und Ben, ihr seid Vizemeister geworden aktuell. Vizemeister, ja. Das hieß... Ein Punkt hinter der Meister, da, genau, richtig knapp. Und Ben ist ja sogar auch Fünfter bei der Weltmeisterschaft ja, geworden. Ja, alle also, Fälle. Tolle Erfolge. Ja, aber kann ich was sagen über Bremerhaven? Natürlich. Weil Bremerhaven hat diese Trip nach San Sebastian in Spaden, sage ich. Spaden begann mein Leben hier in Bremerhaven. Nach San Sebastian in Spanien. Und die Stadt hat unglaublich viel gesammelt und gesponsert, damit das gemacht werden konnte. Und ohne das, glaube ich, wären wir nicht gegangen. Und wir hoffen, dass sie da für uns wieder da sind, wenn wir nach Prag fahren. Wir müssen es erst aber schaffen. Ja. Ja. Okay? Dankeschön. Viele Grüße. Vielen Dank. Es war sehr schön bei euch. Viele Grüße an deine Tochter. Hast du mal Erfahrung mit den Blackbeats gesammelt, die Kultband hier aus Bremerhaven? Ich kannte Just Us. Mhm, okay. Und ich kannte die. Späte Trio oder nicht? Ja, Trio. Ja, die kannte ich. Ich kannte sehr viele Bremerhavener Jungs. Ja, und wir haben jetzt mal einen Mitschnitt aus der Stadthalle von den Blackbeats. Die haben ein Lied von den Rolling Stones gesungen, Satisfaction. Oh, wow. Ja, ich stehe eher auf was anderes, aber ich denke, die sind cool. Die sind cool. Die sind cool, aber ich stehe auf andere Musik. Dankeschön, Maggie, für deinen Besuch. Okay. Und wir, liebe Zuschauer, sind die Blackbeats. Tschüss. Dann machen wir das, was kommen muss. Die Hymne der 60er. Das ist ein Stück von den Rolling Stones. I can't. Vielleicht mal ganz anders. Yeah.
Wir sind pünktlich zurück, 19.13 Uhr in der Sport- und Weltstadt Bremerhaven. Und jetzt kommen wir zum Sportwahl. Nach 19 Uhr ist Regionalsportzeit, schon seit dem 11. Februar 1997. Besonders freue ich mich, dass wir mal die Bremer Kollegen da haben, Frank, dass wir uns mal persönlich kennenlernen. Schön, dass du da bist, schönen dass du Zeit Abend, gefunden hast. Ja. Du bist ja auch noch früher angefangen als wir. Wann war das genau? Wir sind 97 angefangen. Also wir sind seit ungefähr 92, Ende 92 auf Sendung. Da hieß es zunächst Sport Live. Das waren 100 Sendungen, die da produziert wurden. Die Idee kam vom Landessportbund. Und dann haben wir das Sendekonzept umgeändert. Ich sage wir, da war ich noch gar nicht in Planung in der Sendung. Dann wurde das Sendekonzept geändert. Dann hieß es Bremer Sport TV. Und damit haben wir jetzt auch 259 Sendungen im Kasten. Also zusammen 359 Sendungen. Und da sind wir nicht ganz unstolz drauf. Aber ich glaube, dir steht ein etwas größeres Team zur Verfügung. Ja, Bremer Sport TV hat immer so um die 15 Personen. Das wechselt sehr häufig. Pro Sendung? Also, 15 also Personen im Team. Wir haben so ein Hamsterrad. Mhm. Ihr ja auch. Wir treffen uns einmal im Dienstag, im zweiten Dienstag im Monat zur Sendung und produzieren die.
Und dann gehen wir wieder raus, produzieren die neuen Beiträge und nach 4 Wochen treffen wir uns wieder im Hamsterrad, ganz oben oder ganz unten, kann man sehen, wie man will, und produzieren wieder eine Live-Sendung und dann geht es von vorne los. Und mir werden ja permanent Leute weggeklaut. Denn wenn ihr mal die letzten Moderatoren nehmt, die wir gehabt haben, die sind jetzt alle bei RTL, bei Sat.1, bei der ARD unter Vertrag. Das ist ja nicht ganz anders, als wir das vorhin hier bei schon gehört haben. Bei Simon. Ist doch schön. Und ja, natürlich freut man sich darüber. Man lernt aber auch damit umzugehen, dass man weiß, wenn die Studenten weg sind, dann muss man sich um neue Studenten kümmern. Denn wir wollen natürlich auch junge Leute in der Moderation bei Bremer Sport TV haben. Genauso haben wir aber auch einen, ich glaube, 85-Jährigen, der macht perfekte Beiträge. Wir gucken mal die Vielfalt an, die worüber ihr so berichtet, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen bei Bremer Sport TV. Gestartet ist unsere Sendung bereits 1992 als Sport Live und wurde genau 100 Mal produziert. Dann gab es die Namensänderung zu Bremer Sport TV, sodass wir jetzt tatsächlich gerade die 359. Sendung produziert haben. Angegliedert ist Bremer Sport TV an den KSB, an den Kreissportbund Bremen. Sie wird geführt, gemanagt und gemacht ausschließlich von ehrenamtlichen MitarbeiterInnen. Bei 359 Sendungen können wir auf mehr als 1790 Beiträge und mehr als 4000 Interviewgäste im Studio verweisen. Immer wieder hört man, dass unsere Kinder nicht mehr früh genug mit Wasser in Kontakt gebracht werden. Deswegen war es uns wichtig, an dieser Stelle von der Initiative der Universität Bremen zu berichten, die Kindern nicht nur das Schwimmen, sondern auch das Tauchen bei der Halle oder andere Dinge aufzeichnen. Wir werden auch weiterhin für Sie am Ball sein, so wie hier beim Cross Mountain. Und wie ist? Ja, geil. Wie ist das Wasser? Frank, das war ja nur ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt. Aber es macht doch immer Spaß, auch mal über fremde Sportarten zu berichten, oder? Die man nicht so kennt. Ja, das ist für uns das Salz in der Suppe, ja, in der monatlichen Fernsehsuppe, dass wir Flagball haben, von dem wir berichten. Es gibt nur, glaube ich, an der Uni eine Mannschaft hier in Bremen. Oder jetzt haben wir gerade Sitzvolleyball für uns erfunden, eine Inklusionssportart. Auch da gibt es nur eine Mannschaft in Bremen und wir versuchen immer wieder Menschen, das ist übrigens die Doktrin von Bremer Sport TV, wir versuchen Menschen in die Vereine zu bringen. Als Sprachrohr der Vereine, was sie alles anbieten und dann Bürgerinnen und Bürger von in Bremen und Umgebung dann in die Vereine zu locken. Ja, man kann sich ja vielleicht auch durchaus vorstellen in Zukunft mal, dass sich beide Sendungen verschmelzen so ein bisschen für die Zukunft. Das Angebot steht, da sprechen wir gerne drüber, aber das machen wir an einem anderen Tag mal bei einer kleinen Flasche Kaltgetränk und überlegen mal, wie wir die Kräfte bündeln können. Ja, ich begrüße Jens N. vom Sportamt. Jens, hallo. Du bist ja wirklich Stammgast hier und ich weiß jetzt, bei allerersten Sendung bei uns im Februar 97, da war zumindest Willem Behrens als Tischtennisspieler da und Karin Flemke. Genau. Kann sich wahrscheinlich noch daran erinnern an die Bilder. Ich kann mich erinnern, aber ich war selber nicht dabei. Ja, weil du wahrscheinlich selbst im Einsatz warst? Ich kann es nicht sagen, warum ich nicht dabei war, aber ich weiß, dass Willem ganz aufgeregt war vorher und die Sendung war gleich spannend dadurch für mich. Ja, und vor allem das große Projekt, wir machen ja vieles, aber so, dass ich glaube, die Sportmeile im Columbus Center, die alle 2 Jahre stattgefunden hat, das war schon ein Riesenprojekt, ne? Die wir teilweise zeitversetzt auch gezeigt haben, die Show. Karl Wöhl, haben wir vorhin schon angesprochen, der leider verstorben ist, der ist ja noch mit dem Fahrrad wieder vom Columbus Center hier in die Hafenstraße und hat dann praktisch immerhin die Bänder fertig gemacht und versetzt geschnitten, ne? Ja, das waren goldene Zeiten noch. Die Sportmeile war natürlich eine Riesenveranstaltung, gerade in der Form, wie wir es da gemacht haben im Columbus Center. Und da war es eigentlich ideal. Das war so groß, dass natürlich die Sportler, die da waren, gar nicht alles sehen konnten, was lief. Und dadurch, dass ihr das dann gezeigt habt oder aufgezeichnet habt und zeitversetzt am selben Tag noch ins Fernsehen gebracht habt, war das natürlich für alle, die da waren, auch nochmal schön, sich selber oder das, was die anderen gezeigt haben, direkt zu verfolgen. Mhm. Das wäre sonst gar nicht möglich gewesen. Also eine Live-Übertragung in der Form konnten wir uns, glaube ich, nicht leisten. War wahnsinnig teuer, aber dass ihr
es geschafft habe, da mit Fahrrad und Videokassetten das Ganze zu transportieren, dass es dann mit kurzem Abstand am selben Tag dann gleich gezeigt werden konnte, war schon eine besondere Sache. Wir gucken zumindest mal ganz kurz noch eben in die erste Sendung. Da war Karin Flemke, die war vor 2 Monaten am 4. Oktober bei der 13. Sendung. Und da haben wir die Bilder auch nochmal eingespielt, liebe Zuschauer. Praktisch die erste Regionalsportsendung hier aus diesem Hause. Von der ersten Sendung und dann hatten wir mal ein Gespräch mit Toni Schumacher und so weiter und so weiter. Seien Sie gespannt. Guten Abend. Guten Abend. Liebe Zuschauer, hier am offenen Kanal, im Studio und vor allen Dingen an den Fernsehgeräten. Wir begrüßen Sie zur ersten Sportregionalsendung, das Sportmagazin aus Bremerhaven und umzu. Heute zum allerersten Mal eine Fernsehsendung als Pilotprojekt und deswegen möchten wir uns jetzt schon mal beim ganzen Team bedanken, oder nicht? Genau das, weil wir können das mal ganz kurz erklären. Seit einem Jahr machen wir auch Radio, jeden Samstag 16 bis 18 Uhr. Und des Öfteren, und so ist auch die ND entstanden, haben wir uns gefragt, ob sowas nicht mal im Fernsehen machbar wäre. Und jetzt haben wir 10 oder 12 Leute zusammen und deswegen sind wir heute zum ersten Mal hier live im Studio des offenen Kanals im Kapitol in der Hafenstraße. Das heißt, wir senden einmal im Monat, in der Regel jeden ersten Mittwoch für euch von 18.45 Uhr bis 20 Uhr. Regionalsport, Schwerpunkt. Wir werden nicht nur Fußball haben, sondern Sie können es auch schon sehen, wir haben auch schon Tischtennis. Was haben wir noch im Programm? Wir haben Basketball, Wally Kruso wird im Studio sein. Wir werden uns erhalten über die Kooperation zwischen dem TSV Wulstorf und Werder Bremen. Dazu werden wir Jürgen Binnert haben, den Vorsitzenden der TSV. Ist Paul Wulstorf, so wie auch Mallorca. Ja, herzlich willkommen bei der Rewe. Das war der Eindruck von der ersten Sendung hier im Studio. Hat sich nicht viel verändert, aber die Technik ist schon wesentlich vorangeschritten. Herzlichen Dank für den Bürgerrundfunk. Und es macht auch richtig Spaß, die Sendung zu produzieren einmal im Monat. Ich glaube, das kann Frank bestätigen. Die Leidenschaft muss ja dabei sein. Sonst würden nicht 15 Leute so viel Freizeit in Bremer Sport TV investieren. Ja, und Jens, du bist ja auch bald, bist beim Sportamt, spielst du aktiv Tischtennis? Ja. Aber gehst bald in deinen wohlverdienten Ruhestand? Kannst du das überhaupt? Oder, ja, aber warum nicht? Oder leidet es? Man muss ja nicht mit allem aufhören, was man so gerne macht. Also, im Gegenteil, es kommen Sachen dazu, die man vielleicht vorher noch nicht so machen konnte. Ich habe keine Angst davor. Ein ganz großes Projekt war auch das DFB-Pokalspiel 2017, LTS gegen 1. FC Köln. Ich glaube, wie viele Sitzungen waren das? 30, 40, 50 vor dem Spiel? Mit ja, allen Feuerwehr, Polizei? Also wir hatten ja insgesamt 20 verschiedene Behörden alleine, die bei so einer großen Organisation mit dabei sind. Die muss man zusammenkriegen, die kriegt man nicht alle an einen Tisch. Da muss man verschiedene Sitzungen machen. Also das war schon eine große Geschichte für Bremerhaven und die Resonanz war ja auch hervorragend nachher. Wir haben, glaube ich, 74 akkreditierte Journalisten gehabt und eine deiner Aufgaben auch, sich um die zu kümmern. Und am Ende war es ein 0-5 und LTS hat verloren. Aber für Bremerhaven war das eine schicke Geschichte, die wir da organisiert haben. Und denke ich auch gerne dran zurück, auch wenn es viel Arbeit war. Ja. Das Feuerwerk der Turmkunst war auch mal in Bremerhaven. ÖVP-Arena ist natürlich größer, macht jetzt einen Bogen in die Schwesterstadt nach Bremen. Ist das ärgerlich für die Stadt Bremerhaven? Natürlich ist das ärgerlich. Also weil Bremerhaven hat ja schon den Anspruch, mit dem guten Sport, den wir hier bieten, auch bei den sportlichen Veranstaltungen direkt dabei zu sein. Weil immer natürlich dieser große Sport, egal ob es jetzt Eishockey, Basketball, was auch immer, Tanzen, ist eine Werbung ist für neue Mitglieder, die in die Vereine kommen. Und wenn die Veranstaltungen nicht in Bremerhaven im großen Rahmen, also zum Beispiel in der Stadthalle, stattfinden, geht da ein bisschen was verloren. Also ich weiß von den Rollkunstläufern, die jetzt gerade aktuell ihre große Märchenvorstellung machen, die haben 10.000 Besucher an 2 Tagen oder 3 Tagen. Da bleiben eine ganze Menge Kinder, die in den nächsten Tagen dann sagen, du, ich habe Lust, Rollkunstlaufen zu machen. Und die kommen dann in den Verein. Und genauso ist es mit Basketball, mit Fußballveranstaltungen im größeren Rahmen. Da kriegen die Kinder und die Erwachsenen auch Lust, wieder da einzusteigen. Und deswegen ist es wichtig, dass wir so große Bühnen haben. Und im kleinen Rahmen freue ich mich natürlich auch immer, wenn ihr im Regionalsport den Sport zeigt, den sonst auch die Leute nicht sehen. Ihr zeigt eine große Vielfalt, wie die Bremer auch, wie ich es jetzt gesehen habe. Das ist wichtig, dass man das bekannt macht. Deswegen haben wir auch als Stadt zum Beispiel früher auch andersrum den offenen Kanal oder das Radio Weser TV unterstützt, indem wir gesagt haben, wir machen über unseren Ferienpass Werbung für den offenen Kanal und haben die Kinder hierher gelockt, damit sie dann ihren Eltern und allen anderen erzählen, dass es sowas gibt, was ihr hier macht.
Und wir haben eine tolle Sendung hier aufgezeichnet, wo ich denn mal auf der anderen Seite stand oder auf der Seite, wo du jetzt stehst. Da war ich verantwortlich für Sendungen, die wir hier mit Sabine Hartmann und Uwe Papert gemacht haben. Wir haben hier Sendungen aufgezeichnet, wo Kinder wie bei einer Mini-Playback-Show hier aufgetreten sind in einer Blue Box hier in diesem Bereich. Und das wurde dann auch teilweise sogar live gesendet. Oder sie haben eben live hier Geschichten gemacht, ihre Geige mitgebracht, was vorgespielt, Witze erzählt und so weiter. Alles Sachen, die eine kleine lustige Sendung ergeben haben, aber die auch dann wieder Direktwerbung waren, auch für euren offenen Kanal. Und wir gucken mal nach Bremen. Wann habt ihr eure nächste Sendung, Frank? Wir zeichnen nächsten Dienstag am 12. ab 18.30 Uhr im Westend in Bremen auf. Zuschauer jederzeit gerne willkommen. Wart ihr im vergangenen Jahr bei Spirit, bei der Feuerwerk der Tonkunstshow? Ja, wir sind jedes Jahr mit zwei Kameras dabei, schneiden dann ein bisschen was dafür zusammen, dass wir, falls mal ein Beitrag ausfällt, auch Reservebeiträge haben. Und ich glaube, jetzt sehen wir ja was davon. Genau, wir sehen nochmal einen kleinen Ausschnitt. Dankeschön, Frank, dankeschön, Jens. Und wir sehen nochmal die Devil Dunkings aus der ÖVB-Arena. Und dann kommt Mirko Rowinski hier zu uns und wird mal berichten über Michael Jackson oder über Silbermond. Gucken wir mal. Uhr am Freitagabend. Wir sind live zurück in der Hafenstraße 156. Wir begrüßen zwei neue Gäste. Zum Rechten hat Munas, der bei uns ja schon jahrelang Kamera macht. Vielen Dank dafür jetzt schon mal. Danke. Und Mirko Rowinski. Ja, ich weiß ja nicht, wo ich mit dir anfangen soll.
Du hast Michael Jackson imitiert, du hast richtig super Projekte gemacht in der Musikszene. Du hast in diesem Jahr noch bei Otto Walkes privat gesessen. Jetzt mal ein bisschen, was machst du heutzutage? Ich komme gerade spontan von der Arbeit und ja, habe gehört, dass ihr hier 30 Jahre, ja, man sieht es in den grauen Haaren, rumhaben. Haben wir alle. Und ja, bin natürlich gerne gekommen, um ja, hier auch kurz Hallo zu sagen. Welches von deinen Projekten hat dir damals am besten gefallen? Und im Endeffekt hat ja irgendwie alles aufeinander aufgebaut. Also ich bin ja von Tanzen quasi, ja, ich habe Michael Jackson nachgetanzt. Und in diesem Zusammenhang bin ich halt tatsächlich dann auch an Michael Jackson herangekommen. Habe dann gesehen, dass, ob es im Fernsehen des Öfteren die Unwahrheit gesprochen worden ist. Und dann gesagt, jetzt mache ich meine eigene Sendung. Okay. Und so bin ich dann quasi dazu gekommen. Also die ersten Videoclips habe ich in Bremen tatsächlich produziert im offenen Kanal. Mhm. Und ja, so hat das Ganze halt angefangen. Dann habe ich, wie gesagt, die erste Sendung dann, was war das, mit echt gemacht und dann geht es halt, davor halt unter dem Namen noch nicht Brandneu TV mit Michael Jackson in München und ja, hat halt riesen Spaß gebracht, auch vor allem als einziges Kamerateam da filmen zu dürfen, wo halt meine Ansprechperson, der Herr Lakes, sämtliche Medienvertreter auf das Hoteldach vom Bayerischen Hof gepflanzt hat. Okay. Und Herr Lakes freundlicherweise dann Michael Jackson persönlich einen großen bayerischen Sonnenschirm in die Hand gedrückt hat. Und da ich nicht ganz so groß geraten bin, war es hervorragend, Herrn Jackson unter diesem Sonnenschirm quasi zu filmen. Und ich war der Einzige, der quasi vernünftiges Bildmaterial hatte, was denn hier dann auch im offenen Kanal dann gesendet worden ist. Alles interessant. Wie fühlt man sich heute, wenn man nach, ich weiß nicht wie lange, man seine netten Kollegen von früher mal wieder sieht? Alles toll. Also schön, dass es euch noch gibt. Also ich fühle mich wie immer wohl. Ich habe hier sehr, sehr, sehr viel Zeit verbracht. Erstmal danke dafür. Wir sehen gleich noch ein Video von Silbermond. Das ist ja auch richtig alles geschützt. Wo ist das aufgenommen? Im Pier 2? Ist im Pier 2 meines Erachtens aufgenommen worden. Ist jetzt schon ein bisschen her, 2009. Und haben wir noch nicht gesendet. Ist quasi wirklich eine Weltpremiere. Und ja, gut Ding will Weile haben. Danke erstmal dafür. Und jetzt kommen wir mal zu dir. Ich freue mich, dass du mal vor der Kamera stehst. Ja, jetzt, kommt weil vor, ne? Du machst ja nun wirklich bei uns immer die Kameraarbeit im Hintergrund. Du hast trotz alledem auch mit deinen zwei netten Kollegen, die du gleich mal erwähnen möchtest, ja, mit Barbara Gieder ja die Sendung gemacht. Genau. Wir haben vorhin schon einen Ausschnitt gesehen, wo Barbara Uwe interviewt hat. Erzähl mal ein bisschen was über euer Team. Ja, ich bin damals über das Internetcafé, was hier drüben ja im Hause geöffnet war. Und Barbara hat das geleitet und bin ich darauf gestoßen. Und dann wollte ich da eigentlich mitarbeiten und Barbara sagt, nee, doch, hier kann ich dich noch nicht brauchen. Ich habe jemanden, aber willst du nicht irgendwie mit Kamera machen oder sowas? Jo, und dann habe ich einfach Kamera mitgemacht hier bei den Live-Sendungen. Wir haben 4 Live-Sendungen im Monat gehabt, jede Woche eine. Mhm. Und dann dazu die Regionalsportsendung. Und das hat immer gut geklappt und seitdem bin ich eigentlich hierbei und habe nette Kollegen kennengelernt, natürlich aus dem Team hier und über die vielen Jahre. Und die liebsten liebe Kollegen waren und mein Freund Reinhard Rubach und Horst Setzmann, mit denen ich sehr viel gemacht habe. Ich weiß nicht, ob die Kamera das mal aufnehmen kann. Ja, die beiden sind leider schon. Ich glaube, wir drei waren auch ein Dreamteam, ne? Wir waren ein Dreamteam, ja. Mit Barbara zusammen haben wir sehr viele Projekte gemacht. Und die, wie gesagt, die sind leider schon verstorben. Aber wir haben schöne Zeiten gehabt und ich freue mich, dass ich immer noch dabei sein darf hier und mit euch zusammen natürlich. Und es ist immer super, muss ich sagen. Uns läuft ein bisschen die Zeit weg. Ja, vielen Dank, danke, das war auf jeden Fall ganz wichtig. Wir haben auch Karl Wörl einige Worte gegönnt. Genau. Insofern ist das alles okay. Mirko? Ja. Vielen Dank, alles Gute für die Zukunft. Möchtest du dein eigenes Video ansagen? Oder wir sehen auf jeden Fall Silbermond und dann geht's hier weiter live aus der Hafenstraße. Dankeschön. Und bleibt alle gesund. Danke. Dich Tag für Tag, du bist.
Wir müssen da jetzt rausgehen, weil wir hängen so ein bisschen, aber wir haben schon über die diversen Nutzungen gesprochen und Uwe Papert hat es ja vorhin gesagt, hier ist Arne, das muss ich unbedingt jetzt machen, weil ja. Hier ist Nutzer 001. Ja. Gratulation. Danke. Erzähl mal, wie bist du damals zum offenen Kanal gekommen? Also ich habe das durch Zufall in der Zeitung mal gelesen und dann stand das irgendwie in der Nordsee-Zeitung drin und in Ochmisch. Da kann ich mal mitmachen. Vorher habe ich immer beim offenen Kanal Bremen ein paar Kassetten zugeschickt und so. Aber dann habe ich einen Brief gekriegt, nee, wir sind noch nicht im Radio, sondern wir machen erst Fernsehen. Und okay. Ja, und dann sagte Uwe, habe ich einen Brief gekriegt. Und dann haben sie gesagt, ja, aber im Bremerhaven gibt es bald einen offenen Kanal Bremerhaven. Das heißt, du machst bis heute noch Radio? Ja, jetzt mache ich 27 Jahre schon Radio. Wahnsinn, wann läuft die Sendung immer? Also Dienstag von 18 Uhr bis 19 Uhr, Abendcafé. Und dann habe ich noch Donnerstag noch eine Radiosendung von 18 Uhr bis 19 Uhr, Plattenkiste. Mhm. Das heißt, du machst die Musikauswahl natürlich selber, du gestaltest die gesamte Sendung genau. In deiner Verantwortlichkeit. Ja, ja. Hast du ein gewisses Genre, was du da empfiehlst? Oder also ich spiele so gemischte Musik? Oder? Gemischte Musik, 80er Jahren, 90er Jahren und... Also es lohnt sich auf jeden Fall noch, hier auf jeden Fall Radio zu hören. Ja. Jetzt habe ich die Familie Hauptmann hier. Jan. Hallo, schönen guten Abend. Hallo. Und Papa? Ja. Genau. Ihr beiden habt, glaube ich, auch schon mal zusammen eine Sendung gemacht. Wir haben eine Sendung mal gemacht, genau. Silvester 99-2000. Das genau. War die einzige Sendung, sonst haben wir immer getrennte Sendungen gemacht. Ich bin durch meinen Sohn daran gekommen, der war zuerst dran im offenen Kanal. Und dann sagte er, mach doch auch mal eine Sendung. Und dann habe ich mir überlegt, was machst du? Habe eine umfangreiche Schallplatten- und CD-Sammlung. Und dann habe ich die Platten mir rausgesucht. Die Sendung hieß Rock Pop History. Okay. Von 98 bis 2007 habe ich das gemacht. Und habe so ein bisschen die Pop-Historie und die Rock-Historie beleuchtet. Sondersendung, wenn Bob Dylan 60 geworden ist. Inzwischen ist er ja weit über 80. Oder wenn jemand gestorben ist, George Harrison, eine Sondersendung. Die Beach Boys, die damals auf der Seebiederkaja dann waren, habe ich dann eine Sondersendung drüber gemacht und so weiter. Das zeigt das ganze Spektrum, was man hier alles machen kann. Jan, warum war das jetzt die einzige Sendung? Ergab sich einfach so. Wir haben spontan gesagt, Silvester, komm, wir machen mal zusammen eine Sendung. Ansonsten hatten wir von den Musikgenres auch eher unterschiedliche Themenbereiche. Von daher passte das vielleicht sonst nicht ganz so. In dem Fall war das aber der Musikgeschmack war anders. Aber du hast trotz allem noch dein eigenes Projekt hier gehabt. Genau, ich hatte ein eigenes Projekt. Wir haben hier so viel gemacht. Ich habe gefühlt meine ganze Jugend hier beim offenen Kanal verbracht. War ständig hier nach der Schule, vor der Schule, vor der Zeit beim Ausbildungsbetrieb morgens hin, morgens schon moderiert, dann um 8:30 los mit in den Bus zum Ausbildungsbetrieb und es hat einfach so viel Spaß gemacht und viele tolle Projekte, viele liebe, nette Menschen hier kennengelernt im offenen Kanal, die einen bis heute noch begleiten teilweise und wo man sich freut, dass man die heute alle wieder sieht und es ist einfach eine tolle Zeit gewesen und ich habe dem offenen Kanal an sich auch sehr viel zu verdanken. Ich habe Ausbildung zum Mediengestalter gemacht. Ich glaube, das wäre ich ohne den offenen Kanal nicht geworden. Also es gibt Sprungbrecher. Das ist alles vom Feinsten hier. Ich muss euch leider schon wieder verabschieden, weil wir fliegen um 20 Uhr gnadenlos raus. Es ist heutzutage so, ne? Wir dürfen nicht mehr überziehen. Nee. Aber wir wollen noch einmal ganz kurz Silbermond gucken, die zweite Matz, und dann kommt es hier nochmal zu einigen Live-Auftritten. Also bleiben Sie bei uns.
Wir waren nicht dabei, aber wir sind wieder live zurück in der Hafenstraße 156 zur 30. Jubiläumssendung des Bürgerrundfunks Bremerhaven. Und Uli ist wieder dran, den nächsten Live-Act zu performen. I was born for 10.000 years. Ago. Das passt ja, ne? Das passt ganz genau zur Sendung. Deswegen habe ich also auch gedacht, das bringen wir mal. Ja. Okay, fühlst du dich wohl hier in Bremerhaven? Ich fühle mich sauwohl. Dankeschön. Liebe Zuschauer, Uli. Uli performt uns jetzt sein nächstes Lied. Where I was born 10,000 years ago, ain't there nothing in the world I don't know. I saw Peter, Paul, and Moses lingering round the roses, out of which God had seen heaven's soul. As I said, I'm waiting to light the garden all. The armies that drift them from the door, from behind the voices, people that ever they were eaten, and that's where I've gone in the core. I was burnt 10,000 years ago, waiting on in the world I don't know. Why so people and Moses they ring round the roses as if God had seen of and so. So some the wind in Tazel and the cold, so down and wound in Lown and the hole. Of bitter taught of favor, that's why they were able, how than a man is things I haven't told. Oh, I was burnt in some years ago, ain't there nothing in the world I don't know. I saw Pete Bowl and Moses lingering round the roses. I went to God and see another soul. Aunt Mary, she fell in love with me. We got married and walked secretly.
but I got tired of sugar when off the shelter hugging the farting skitters down in Tennessee. Going out westbound 10 years ago. Ain't said nothing in the world I don't know. I saw Pete Cole and Moses hailing round the roses. A whip's guy that seen of them so. Yeah, I remember when his country had a king. Cyclopatra, paw, wedding ring. And a sword of flags of flying was washing on his line. On the night when Paddy first began to sing. I was born 10,000 years ago. Ain't there never no water, I don't know. I saw Pete Paul and Moses playing round the roses. How the whips got it, saying it and so. Vielen Dank für deinen Besuch in Bremerhaven und gleich hören wir noch Melanie May. Bevor wir dazu kommen, liebe Zuschauer, hören wir noch ein Gespräch mit Thorsten Folge, das ist der Kollege aus Nordenham, hat 2015 mal mit Uwe Papert gesprochen. Das war ungefähr ein Jahr vor seiner Verabschiedung hier im offenen Kanal bei Radio Weser TV. Nach wie vielen Jahren hörst du auf? Nach fast genau 25 Jahren hier im Bürgerrundfunk, aber ganz normal, 65 und 1, 2, 3 Monate gehe ich in den Ruhestand, ja. Technik wurde einfacher, Qualität wurde besser, die Schnittmöglichkeiten sind nun auch zu Hause möglich, aber eins hat sich nicht verändert und darauf, es hat sich nicht verändert, dass Gruppen und Redaktionen, ja, und das zeichnet den Bürgerrundfunk aus, nach wie vor nicht alleine zu Hause hocken und ihre Filmchen schneiden wollen und in YouTube abliefern, sondern dass sie redaktionell zusammenarbeiten wollen. Die Sportredaktion, die Umweltredaktion, die Seniorenredaktion und so weiter. Das heißt also, sie machen auch was gemeinsam. Sie überlegen sich, was sie machen wollen, mit welchem Ziel sie es machen wollen. Und das ist nach wie vor, finde ich, aktuell. Und deswegen ist der offene Kanal, beziehungsweise das Bürgerfernsehen, hat sich verändert, technisch auf jeden Fall. Aber ich sag mal, die Kernaufgabe, dass Menschen was zusammen tun, also dieser soziale Aspekt und so weiter, der ist nach wie vor, wie ich finde, aktueller, kann ich sagen. Aber ich denke, oder sehe keine Indizien dafür, dass die jetzige Landesregierung in Niedersachsen, denn Landesregierung nicht, sondern das Parlament macht ja die Gesetze, dass es da Ambitionen gibt, den Bürgerrundfunk abzuschaffen. Und in Bremen auch nicht. In Bremen wurde ja kürzlich erst gewählt. Dort steht im Koalitionsvertrag Weiterentwicklung des Bürgerrundfunks. Wir sollen sogar zusätzlich die plattdeutsche Sprache fördern. Ich weiß nicht, wie das gehen soll ohne redaktionellen Auftrag. Da bin ich ja mal gespannt. Dazu braucht man einen und so weiter. Also ich denke schon, aber wir haben natürlich eine Gefahr. Alle wollen unser Bestes, unser Geld. Ja, und das wird schwierig. Wir müssen kämpfen. Das geht nicht von selber. Also man kann nicht sagen, wir warten jetzt mal ab, sondern wir müssen selbstbewusst sagen, das und das leisten wir als Bürgerrundfunk in der Fläche. Da können wir stolz drauf sein. Das haben wir jetzt seit 30 Jahren hervorragend gemacht und so weiter. Und liebe Leute, wenn wir das weitermachen sollen und noch besser machen sollen, dann brauchen wir eine sichere Zukunft. Für mich eigenständige Sender, ja, eine eigenständig verfasste Struktur in Deutschland. Und ich bin da nicht so skeptisch. Aber ohne Kampf geht das nicht. Das ist eine alte Erfahrung. Das war nochmal Uwe Papert im Gespräch 2015, kurz vor seiner Verabschiedung mit Thorsten Folge. Vielen, vielen Dank für die lange Zeit, Uwe. 25 Jahre, glaube ich, hier hast du die Geschicke geleitet in Bremen und Bremerhaven. Dankeschön, Uwe. Und wir kommen nochmal, du bist die Liebe meines Lebens, Melanie, singst du uns jetzt nochmal. Genau, ein eigener Titel. Ist das bezogen auf eine Partnerschaft oder auf deine Musiktour? Nein, also auf keine Partnerschaft, aber man könnte das jetzt, so wie du das auch erzählt hast, nicht, für die Musiktour auf jeden Fall nicht. Das ist mein Leben und Bremerhaven ist meine zweite Heimat. Also der Sender ist mein zweites Zuhause. Ja, dich geht's bald wieder zu sehen im Januar 2024. Genau, Dankeschön. Ja, Dankeschön auch, Melanie. Okay, ja. Melanie May. Mhm. Sofort war diese Nähe da. Ich kann es gar nicht.
gestand ich dir, ich muss dich sehen. Nochmals live zurück hier und wir sehen gleich ein ganz interessantes Projekt, weil die Blackbeats haben den mal George Meyer eingeladen. Der hat ein bisschen an der Gitarre gezupft, glaube ich. Und er hat uns mal erzählt, damals, als er hier bei uns im Studio war, er hat einen einzigen großen Fehler in seinem Leben gemacht, also George Meyer jetzt. Der sollte mal im Panikorchester anfangen bei Udo Lindenberg und da hat er Nein gesagt und heute ärgert er sich. Und deswegen zeigen wir jetzt dieses nochmal mit dem Blackbeat zusammen und dann kommen wir zum großen Finale. Also bleiben Sie bei uns. Come on.
So, wir melden uns das letzte Mal hier live aus der Hafenstraße 156. Es ist gleich 20 Uhr. Es hat unwahrscheinlich viel Spaß gemacht. Herr Bach von Glan haben wir gerade gesehen. Herzlich willkommen. Du bist ja verantwortlich für die Musiktruhe und Melanie moderiert dich ja, ne? Wie geht's dir so? Ja, man muss dann durch. Alles klar. Wir wünschen allen jetzt schon mal ein frohes Weihnachtsfest. Natürlich noch später einen guten Rutsch ins neue Jahr und vor allem Gesundheit, Volker. Ja, wir haben noch 30 Sekunden. Da möchte ich natürlich Uwe, wenn er auch schon hier ist, fragen, wie berechtigt sind denn die Chancen, dass der Bürgerrundfunk von Radio Wizard TV wirklich noch am Leben bleibt über lange, lange Zeit? Also es sieht gut aus. Also ich denke mal, da traut sich so schnell keiner ran, das Gesetz zu ändern. Ihr macht hier einen super tollen Job. Ich finde es traurig, dass in Bremen das Studio irgendwann dicht gemacht wurde, weil da lief es auch ungeheuer viel. Aber Bremerhaven hat gute Voraussetzungen und ich schätze mal, wir kämpfen alle dafür. Dankeschön, dass ihr alle dabei wart und liebe Grüße und wir sehen uns wieder am 10. Januar hier live mit Regionalsport, die 3. und 3. Ausgabe. Bleiben Sie gesund und wir gehen jetzt feiern. Wir gehen jetzt feiern. Bis gleich. Tschüss. Einmal die Aufmerksamkeit auf mich, dann gibt es auch bald Essen. Ihre Redezeit ist lange abgelaufen. Bitte kommen Sie zum Schluss. Ach, das war der Schluss. Gut. Ist schon Schluss, ja, das habe ich mir gedacht. Aber das ist gar nicht schlimm. Für heute bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich bedanke mich.